Form Diamond. Be advised, support units are now on standby. Out. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Arma 3 Workshop-Mission aus dem Steam Workshop. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Ja, und wir spielen diesmal die Mission Brave the Storm, Mission 11. Ja, ich weiß bis jetzt noch nicht viel über die Mission, außer dass die Seaset wohl hier irgendwo ihr Lager aufgeschlagen haben mit mehreren Fahrzeugen. Und dieses sollen wir im Endeffekt stürmen, beziehungsweise sollen wir dort wohl irgendwie den Funk ausstellen, ihren Funkmast, wenn ich das richtig gelesen habe im Briefing. Ja, wir nähern uns von der Küste aus, damit die uns natürlich nicht bekommen. Und ja, wie es scheint, weil ich gerade Nachtsicht anmachen musste, haben wir wieder eine, ja, Nachtmission erwischt. Das tut mir leid, sollte eigentlich eine Tagmission werden, aber auf dem Bild war eine Tagmission abgebildet und ja, jetzt ist Nacht. Naja, können wir nichts machen. Wir schauen einfach mal, was uns erwartet. Das Einzige, was mich jetzt schon auf jeden Fall freut, ist oben links, seht ihr, habe ich Artillerieunterstützung, glaube ich, und Luftunterstützung. Sehr geil, hatte ich bisher in keiner Workshop-Mission. Mal schauen, was wir damit machen können. Erstmal umschauen. Okay, das sind meine Typen, die brauchen anscheinend wieder ein bisschen länger. So, okay, da hinten ist CIA Supply Cache. Muss ich da hin? Ich sehe jetzt auf die Schnelle nichts. Ich habe da auch gar keine Lust, das großartig zu erkunden, weil meiner hier schon wieder total außer Puste ist, wie irre. Ich gehe über den Stein und über Leute. Guck. Ja, herrlich. Ach, Arma 3. Schön. Okay. Ein bisschen abchecken, ob hier Patrouillen sind. Ich warte jetzt erstmal. Okay, Insurgent haben wir abgeschlossen. Das schon mal gut. Die kommen jetzt auch langsam näher. Schwimmflossen sind noch dabei. Sehr gut. So, unser nächster Punkt ist auch plus 450 Meter weg. Können wir jetzt... Oh, guck mal, ich kann wieder etwas schneller gehen. Oh Gott, eine Flak ballert da. Wahrscheinlich eine von den C-Set. Aber ich wüsste nicht, dass wir Flugeinheiten los haben. Ich habe bis jetzt bloß unsere... ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Da stand SUV dran. Das wird kein SUV gewesen sein, aber ein Unterwasserfahrzeug. I've got a visual. Was? AT was? Soldier, 100 meters, right flank. Right flank? Ich sehe schon wieder nichts. Man, 75 meters, right. Okay, ich gehe jetzt über den Wald. Oder durch den Wald mal etwas gedeckter. Ja, Nachtsicht, danke. Okay, okay, okay. Ich sehe noch... Nee, doch jetzt! Da! Okay, da ist er. Von hier, ich wackel zu doll. Ich glaube... langsam anpirschen. Zum Glück sagen die bloß, dass sie feuerbereit sind. Ich werde euch diesmal nicht schießen lassen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch sonst ist, aber bei mir versauen die andauernd, weil sie ja eh nicht treffen. Die komplette Mission, weil die draufgehen und dann ist Mission failed. Eyes on target! So, der kriegt jetzt erstmal. Der kriegt jetzt erstmal. Contact! AT Soldier! Den Heady. Bam! So. Contact! Der ist weg. Soldier. Oh, das ist noch ein. Da ist der zweite. Und er legt sich hin. Epic Fail. Scheiße. Was? Wie kriege ich den da jetzt? Okay. Hab ich den jetzt gekriegt? Nichts. Ich müsste den eigentlich weggehauen haben. Aber man weiß ja. Der liegt da noch! Alter, und nicht getroffen und wieder nicht. Und. Was das? Ich triff den nicht! Was ein scheiß Aim, Leute! Oh Gott, nee. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr immer total präzise trefft. Nie und nimmer.
Okay, ich habe mich jetzt vielleicht echt ein bisschen, hätte einfach mal stehen bleiben sollen. Zum Glück ist die KI hier anscheinend doch etwas doof, dass sie nicht bemerkt hat, dass von links da Schüsse kamen. Okay, ansonsten sieht es hier aber relativ rein aus. Bleiben sie. Hinter mir. Da. 80 Soldier, 100 Meters, left. Links. Oh Gott, da hinten. Da hab ich gar nicht hingeguckt eben. Schon wieder Nacht aus? Meine Güte, immer wieder anstellen. Na, klappt ein Handy? Nee, wo ging der denn hin? Nochmal. Alter. Sag mal. Na endlich. Ich hab bloß das Magazin leer schießen müssen. Wo ich denn hingetroffen? Oh, ich habe noch mit 300 Meter angehalten. Ja. Super Gunshot. Schön blöd. Genau, du kannst hier mal weiterkrabbeln. Wir gehen jetzt mal. Jetzt mal weiter. Hier wird irgendwo bestimmt noch irgendwo rumlungern. Hier ist riesen Leuchtturm oben. Hier müssen noch irgendwie noch Einsatzkräfte von denen rum. Ich kann auch auf die Entfernung jetzt nicht sehen. Das habe ich noch so viel Visiere. Infrarot. Kann ich auch nichts mit sehen. Ich steige wieder um auf SV. Oder auch nicht. Jetzt habe ich wieder eins zu weit gemacht. Was? Damit sehe ich auch nicht viel besser. Alles irgendwie so neblig. Aber ich glaube, das ist thermal gewesen. Oder soll thermal sein. Ich bin mir unsicher. Echt jetzt? Das kann doch nicht sein, dass hier wirklich kein Schwein ist. Na gut, habe ich es etwas leichter vorzugehen. Da oben wird mich aber 100 Pro irgendwas erwarten. Die können mir nicht sagen, dass der Leuchtturm unbewacht ist. 300 Meter bis zum Ziel. Oh, links, links, da sind sie. Contact, Soldier. Und ich kann im Liegen nicht wirken. Warte doch, den einen kriege ich wahrscheinlich. Jetzt sehe ich nicht mehr. Doch, da ist er. Aber. Scheiße. Fuck, jetzt ballert die. Oh, Dreck. Target acquired. Ja, feuerbereit. Ich weiß, eigentlich könnte ich euch Unterstützung geben. Ich glaube, Taylor O'Connor ist. Was ist mit dir los? Okay. Die Spritze. Aber der sieht tot aus. Ja, das ist obligatorisch, dass ich mir jetzt selbst wieder die Spritze reinjage. Toll. Er steht da auch bloß nicht. Was kann ich denn hier auswählen? Ach, da. First Aid to Taylor O'Connor. Jetzt. Was? Ach, was? Schau an. Wiederbeleben, Junge. Richtig gut. Ich habe mal gleich wieder auf den Beinen. So, jetzt läuft das. Jetzt kann ich ihm aber eine Aid-Kit geben. Ready! Handel ich den nochmal, obwohl ich das vielleicht für mich aufbewahren wollte. Aber so ist der dann wahrscheinlich wieder fit. Ja. Das Blut von seiner Hose ist verschwunden. So, die Typen müssen jetzt hier auch noch irgendwo sein. Oder haben sie die jetzt gekillt? Ich renne einfach hier außen rum. Oh Mann. Wo ist denn? Ich sehe nichts. Doch da. Oh, im Stehen. Na herrlich, Luft anhalten. Standing by. Fuck, ich gehe doch außen rum. Ready to fire. Oh, da ist noch einer. Locker aus der Hüfte. So, jetzt war doch hier links noch einer, was ist der jetzt aufgestanden? Da ist. Soldier! 75 Meters, right flank! 75 Meters? Wo denn? Rechte. Ich sehe keinen mehr. Hat er sich jetzt auf dem Dixie versteckt? Hat nicht die eine Leiche? Da unten. Okay. Da scheint jetzt die Base zu sein, da unten ist auch noch Licht.
Was ist das da hier? Nur Steine. Okay. Ich sehe bis jetzt keine Feindbewegung. Geiler Blitz. Oh doch, da unten stehen sie. Truck! 200 Meter front! Schrei nicht so rum, Mann. Noch mehr, das sind zwei. Rifleman, half drei, a click, vier, northwest. Fünf, sechs, sieben zähle ich. Acht. Soldier, 300 Meter acht plus Fahrzeuge. Na geil, ich habe jetzt acht Leute gezählt. Okay, ich muss jetzt mal. Rifleman, 300 Meter fuck. Northwest. Jetzt hätte ich fast. Ich versuche jetzt gerade mal die Artillerie, ich habe das noch nie gemacht. Ich will mal probieren, dann brauche ich das nicht von hier mit dem Gewehr zu machen. Ich glaube, dann verrate ich bloß meine Position. Jetzt gucken wir mal so, ich habe einen Laserpointer, jetzt markiere ich das. Aber es passiert nichts. Okay, einfach bloß markieren reicht nicht aus. Tempest-Munition einsteigen. Ich. Scheiße. Leute, ich muss kurz rumprobieren. Ich krieg das noch hin. Ich lese mir den ganzen Scheiß gerade durch. Okay, das bringt alles nichts. Überall ist Fahrerschütze. Alles falsch. Ich will nicht, dass die einsteigen. Ich will auch keine Unterstützung, würde ich gerne anfordern. Aber. Nee, das ist auch nicht das Richtige. Jetzt habe ich das falsche hier drückt. Alter, wo ist denn das, Mensch? Wo ist denn? Da unten ist Funk. Ah, hier, alles klar. Missile Strike, Call for Marines, Call for Seals. Da ist die richtige Befehlsgabe. So. Dann. Call for Missile Strike. 80 Soldier, 300 Meter. So, da steht jetzt Missile Inbound. Da müsste jetzt eigentlich direkt was passieren. Aber irgendwie. Okay, es dauert vielleicht ein bisschen. Okay, es ist was passiert. Aber die ist weit entfernt. Rechts daneben eingeschlagen. Das ist jetzt scheiße. Jetzt habe ich die Zeit hochgestellt. Leute, verzeiht mir das. Ich probiere es gerade zum ersten Mal aus. So eine Scheiße. Jetzt kommen die ganzen Typen hier alle näher. Wo war denn das jetzt? Nein, da war es auch nicht. Boah, das dauert hier noch ewig. Da ist es wieder Funk. Null. Call Missile Strike. Diesmal werden wir den Tempest mal nehmen. Tempest Munition. Hoffentlich trifft das Ding diesmal. Nee. Wie dauert das so lange? Hab ich das jetzt nicht. Doch! Jawohl! Geil. Gut, das Ding ist Platz. Jetzt habe ich die Marines schon mal wieder gerufen. Ich glaube, die Seals hole ich jetzt auch noch direkt. Das scheinen alles Ziele zu sein, die ich auch mal erfüllen muss. Okay, bin ich ja mal gespannt, wann die hier eintreffen. Ich würde sagen, solange kann ich ja noch mal ein bisschen die Missile Strikes ordentlich verteilen hier. Das habe ich bisher ja, wie gesagt, in keinem anderen Szenario gehabt. Werde ich das doch direkt mal ausnutzen. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Beziehungsweise, was war das für ein Fahrzeug? Na los! Es dauert echt ein bisschen lange, bis die Sachen kommen. Ja. Und auch zerbombt. Also treffgenau scheint das echt gut zu sein. Und guckt euch die Effekte an, mal ohne Night Vision. Sieht viel schöner aus. Aber so kann ich jetzt natürlich die ganzen anderen Einheiten kaum erkennen, also wieder zur Night Vision. Die sind jetzt natürlich alarmiert. Gut, natürlich individuell. Funk. Noch ein bisschen Strike. Aber ein bisschen auf die Typen. Mal sehen, wie genau das Ding trifft. Man, 80 Soldier, 300 Meters, Northwest. Jetzt verteilen die sich. Nein, die nächste Missile, die waren gerade alle schon auf einem 300 Meters, Northwest.
Und. Okay, jetzt hat er. Was ist jetzt? Ach so. Ich müsste die ganze Zeit mit dem. Nee, jetzt geht's da wieder hin. Okay, da hat jetzt mehrere Missiles drauf abgeschmissen. Sehr geil. Okay, Leute, es tut mir echt leid, wenn ich mich da etwas paddelig anstelle gerade. Ach, guck mal da unten, die Laserdinger. Ich glaube, das sind in unsere Seals. Jawohl, Leute, ihr macht das. Ja, ich könnte das bestimmt jetzt alles selber machen, aber ich finde das mal total interessant, hier sozusagen als Commander zu agieren. Finde ich super. Ihr könnt mir natürlich mal in den Kommentaren lassen, wie ihr das findet. Aber solange ich jetzt gerade die Möglichkeit habe, möchte ich natürlich, bevor ich da runtergehe, doch dafür sorgen, dass ich da runtergehen kann, ohne direkt abgeknallt zu werden. Rifleman, 100 Meter front! So, das muss hier alles weg. So, markiert habe ich ihn. Nochmal über Funk, ich drücke jetzt einfach so oft hier. Soldier, 100 Meter front! Bis das denn endlich klappt. Müssten ja Platz sein. Hier hinten müsste jetzt noch einer runtergehen. Los. Missile inbound. Komm. Ja, der ist auch weg. Warum? Ich glaube, ich habe schon wieder. Also ganz verstehe ich das nicht. Entweder bewege mich wahrscheinlich zu oft. Ich muss die ganze Zeit eigentlich auf ein Ziel halten. Soldier, 300 Meter, Northwest. Ja, okay, alles klar, der schießt dahin, wo ich im Endeffekt die ganze Zeit hinvisiere. Das heißt nicht, ich denke gerade nämlich die ganze Zeit, wenn ich den Punkt einmal markiert habe, haben die Koordinaten und schießen dann hin. So funktioniert das nicht. Also ich leite das Ding wohl bis zum Ende, bis es im Endeffekt auf dem Boden aufkommt mit diesem Laser. Jawohl, jetzt geht's hier ja richtig ab. Boah, sieht das geil aus. Eine geile Scheiße. So. Boah, hell, hell. So, weiter gucken. Eyes on target. Okay. Wir haben bestimmt hier noch welche da oben. Die werden wir so abknallen. Passt. Sehr geil. Unbeabsichtigter Heli. Den habe ich nicht beim ersten Mal. Rifleman, noch 300 Meter, Northwest. Fuck, er ist tot. Lieber noch einen Schuss nach. Man weiß ja nie. Boah, Kacke. Schuss auf mich. Alter. Man, 300 Meters northwest. Ja, ich stelle mich natürlich auch super mal eben schnell komplett aufrecht auf diesem Berg. Ich werde jetzt hier mit runtergehen. Da ist doch. Haben sie schon ausgeschaltet. Sehr gut. Seals, ihr macht euren Job. Ich finde das. Da hinten, oh, da hinten ist noch 10. AT Soldier, komm, komm. Machine Gunner, 100 Meter, front. Fuck. Medic, 100 Meter, just up ahead. Wer beschossen, aber von wo? Man, 100 Meter, front. Ich sehe nicht von wo. Doch da. Fuck. So. Feind mehr. Ich bin schon wieder blind. Boah, wie ich das hasse. Wieder langsam runter. Oh, ich werde schon wieder beschossen. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck. Hi, Jungs. Ich muss mal kurz hier. Seht ihr, wo die Schüsse herkommen? Ja, genau. Leg dich da erstmal hin. Ich kann. Hier die Seite scheint frei zu sein. Da ist ja schon ein Ziel unterwegs. Da im Turm ist auch keiner. Okay, das da oben sind alles gleich. Wo kommen die denn da hin? Fuck, fuck. Ich muss mich hier irgendwo hinter platzieren, dass ich ein bisschen Deckung habe. Und mein Ziel ist wieder weg. Helikopter. Ach, ist das eine Scheiße. 600 Meter, Southwest. Der ist auch tot. Was mache ich mit dem Heli? Orca, der gehört nicht zu uns. Ja, auf den Schießen bringt, glaube ich, nichts mit meinen 6,5 mm. Eine
Lynx mit panzerbrechender Munition wäre jetzt geil. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da kommt ein Truck! 100 Meter Fuck. Front! Scheiße! Da steigen Leute aus und ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Fuck, das ist weg. Oh, scheiße, scheiße, renn, renn, renn. Und jetzt hört er auf zu rennen. Jetzt hört er. Schnell, oh. Scheiße. Oh, hier liegt schon. Rollen, rollen. Ich roll. Rollen. Rollen. Ich muss hinter die Wand. Ich muss hinter die Wand. Los, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich glaube. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Oder? Ja. Alter Scheiße, nachgeladen. Was? Schalldämpfer. Die Scheiße nicht. Ich glaube, ich bin präziser ohne das Scheißding. Gut. Bringt ja eh nichts, so leise zu sein, nicht wahr? Okay, wenn ich mich jetzt hier mal links dran vorbei. Fuck, da sind, da stehen sie. Boah, aber ich bin so am Rumzittern. Und ich treffe gar nichts. Ich treffe überhaupt. Ah, fuck, schon wieder ein. Ja, und mich selbst verarzten kann ich nicht. Ich hab nichts mehr, oder was? Scheiße. So, ich habe noch hier das UAV-Terminal. Kann ich damit jetzt irgendwas anfangen? Irgendwie, nee, ich kann nichts aktivieren. Ich brauche dafür, glaube ich, auch noch diesen UAV, das UAV selbst, oder? Im Rucksack. Scheiße. So, okay, die sind doch alle platt. Okay, machen wir weiter. Ich kann hier echt nichts machen. In diesem Video, ich habe da nichts bei. Oh mein Gott. Der Heli fliegt hier immer noch rum. Okay, das Ziel ist 64 Meter weg. Ich werde mich jetzt... Oh, fuck. Scheiße. Ich werde mich jetzt weiter in die Richtung begeben. Ich glaube, hier müsste soweit alles... Alles frei sein, das ist alles nur leicht. Die Schießwehr. Scheiße. Oh, wo? Links von mir. Links von mir. Ich sehe keinen. Da. Hinterm Dixie-Closer. Komm, die kriegen wir. Jetzt darf ich nicht so. Oh, voll verschmissen, die scheiß Granate. Und die. Och, Alter, wo werf ich denn hin? Jetzt habe ich Smoke geschmissen. Oh, jetzt hat der mich erwischt. Jetzt hat der mich erwischt. Na, herrlich. Gut. Das wird ja wieder ewig dauern, bis die hier eintreffen. Ich hoffe, ich werde noch gerettet. Falls dem so ist, steigen wir gleich wieder ein. Wir warten jetzt hier nicht 948 Sekunden, das tue ich euch nicht an. Also, falls er jetzt langsam mal gleich kommt, steige ich dann wieder ein. Also bis gleich. So. Okay, okay, okay. Also, Leute. Der Typ hatte mich eben aufgehoben. Und jetzt habe ich mich wieder hier hinter die Mauer zurückgezogen. Weil ich erstmal wegkrabbeln musste von dem Typen. Die Seals sind aber auch schon weiter vorgegangen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die das vielleicht schon erledigt haben. Ich gucke da jetzt einfach wieder hin. Nach Night Vision brauche ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Habe ich jetzt einfach mal ausprobiert. Das ist so wesentlich angenehmer. Okay. Saphir. Der scheint bis hier vorne gerannt zu sein, oder was? Die Leiche hier hinter dem Dixie. Ne, ist keine. Also muss das wohl der gewesen sein. Okay, jetzt bin ich hier und du. Hab ich schon alles abgeschlossen? Hier sind noch irgendwo Feinde. Oh. Ah, neutralisiert. Sehr gut. Okay, mal gucken, wie viele noch sind. Ah, Secure Atlantis. Okay, die Aufgabe habe ich abgeschlossen. Ich glaube, das war sogar meine letzte. Ich gucke jetzt hier mal in das Gebäude rein.
Call for extraction. Okay, ich habe es tatsächlich erledigt. Dann werde ich mich mal... hier hinbegeben. Area clear. So, ich kann... Warum kann ich jetzt nicht... Ich kann... Nee, ich kann denen nicht befehlen, hierher zu kommen. Ich brauche meine Leute... Nee. Warte mal. Jetzt doof. Call for extraction. So, das muss ich jetzt machen. Aber meine Typen müssen auch herkommen hier. Das ging ja schnell. Ich höre den Heli jetzt schon. Oh. Alter, Leute von uns. Die Marines. Und die Seals. Ah, da kommt er schon. Sehr gut. Perfekt. Die meine Typen kommen hier nicht her. Warum zum Teufel kommen die hier nicht her? Naja, vielleicht geht's ja auch ohne. One, fall back. Ja, ich will hier einsteigen jetzt. Darf ich nicht? Nö. Warum befiehlt mir die drei eigentlich sammeln? Was ist denn hier los jetzt? Irgendwas haut hier nicht hin. Ich glaube, zum Anführer... Alter Schwede, tatsächlich, ich muss jetzt mit ihm hier hinrennen. Na herrlich. Das ist ja extravagant schön. Naja, dann werden wir den Weg auch noch auf uns nehmen. Ich weiß jetzt nicht, welchen größeren Sinn das hat. Wir haben leider Gottes ein Verlust. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Das ist sehr schwierig. Ja, wird mir auf jeden Fall nachher schon wieder einfallen. Ich habe bestimmt seine Erkennungsmarken mitgenommen. Ja, Leute. Das war anscheinend die Mission. Ich gucke jetzt nochmal eben schnell. Vielleicht geht das dann noch weiter. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, wir werden jetzt einfach nur noch hier von hier weggebracht. Und dann war's das. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt mit dem Typen hier einsteigen kann. Oh, was eingemetzeln, oder? Okay, das war vielleicht nicht die Variante, die man, wie man es spielen müsste, sollte. Mit. Lass mich nochmal hier. Ach, zum Glück, ich kann hier rein. Ab geht's. So. So, ja, wie gesagt, das war vielleicht nicht so, wie man es hätte spielen sollen. Wahrscheinlich nur ein paar gezielte Missile Strikes und nicht so rumprobieren, wie ich das habe, ne? Alter, das hat Spaß gemacht, Mann. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Ich finde das total geil. Ja, ich hoffe, ich finde noch ein paar mehr solcher Arma-3-Missionen. Szenarien, wo ich auch ein bisschen Artillerie ein bisschen ballern kann. Auf jeden Fall interessiert mich natürlich, wie ihr die Mission fandet. Lasst mir doch mal was dazu in den Kommentaren. Und ja, ansonsten danke ich wie immer fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, bis dahin, liebe Freunde, wünsche ich euch was. Euer Gunshot.